Doch so ein bisschen zu spät, Mensch. So, weiter geht's im Rennen. Entertainment versus Jasper. Jetzt mit Entertainment. ich freue mich schon wieder so drauf einfach. Entertainment gegen Jasper, Alter. Was eine kranke Runde. Jasper hatte 6 Punkte in Form von einem Weißkohl und einer Kartoffel. Mal gucken, wie Ente wegkommt. Bei der Rügenwalder Mühle wird's richtig lecker, lecker, wenn die neue Bio-Pommersche auf den Tisch kommt. Auch er startet natürlich erstmal mit 3 Potatoes, Kartoffeln. Das wirkt direkt wieder so episch. Hiernach muss Jasper wieder blasen, ich zieh ihn ab und er hockt dann vor leeren gelben Säcken, wie die Slut vom Asiat. Das ist einfach dieser Typ, Alter, das ist einfach ohne Spaß. Ich hab grad die Runde von Jasper gehört halt und jetzt das ist einfach... Das ist einfach so krass, auch die erste Zeile gebe ich direkt einen Punkt und ich sag auch warum. Hiernach muss Jasper wieder blasen. Ich ziehe ihn ab und er hängt und er sitzt vor leeren gelben Säcken. Wie die Slut vom Asiaten. Also das sind einfach zwei Zeilen drin, wo man so nicht krass um die Ecke denken muss, aber so ein bisschen halt, ne? Also erstmal sagt er, ich ziehe ihn ab und er hängt vor leeren gelben Säcken, was so viel heißt, ich nehme, was er hat, das ist Müll. Ich ziehe ihm das ab. Dann hat er nur noch, sitzt er vor leeren gelben Säcken, wie die Slut vom Asiaten. Asiaten, ja, gelbe Säcke. Auch Grüße an Asiaten. Ja? Ah, ich glaube, ich habe dich sogar vergessen. Ja? Ich schreibe dir doch mal so. Wenn du das siehst, schöne Grüße, fühl dich geschlitzäugelt. Ich melde mich mal bei dir, Digga. Und ja, an dieser Stelle dann auch nochmal Grüße an das ganze Trailfingers Camp, Mann. ihr seid cool, Jungs, Mann. Du jemals einen Joint geraucht hast, traue ich dir nicht zu. Doch wenn ein Junk aussieht wie du, dann gehe ich, glaube ich, auf Entzug. Das ist einfach so gut. Ich muss echt auf, ich war bei Jasper, habe ich ja mir gesagt, ich will nicht jede Pause, jede Zeile pausieren und so, aber mir fällt es so schwer, weil ich zu jeder Zeile was sagen will halt so. Wenn ein Chunk aussieht wie du, dann gehe ich, glaube ich, auf Entzug. Das ist einfach schon wieder so. Das ist einfach irgendwie, es puncht halt direkt einfach so. Das muss ich jetzt keinen Punkt geben, weil sonst platzt dieser Kopf. Sonst gehe ich jetzt in Rewe und hol 6 Beutel Kartoffeln, Säcke. Aber das ist einfach so gut, Mann. Mit deinem Pimmel Hancock nennen, passt richtig geil. Mein Stand-up rührt den Boden wie bei abgestellten Bikes. Du denkst, du machst derben Erfolgsrap, doch dir geht's auch in 25 Jahren doch ohne Lehrgut. Voll schlecht. Ey, auch das, ne? Ich muss ehrlich gestehen, hätte diese Zeile, ich meine, ich bin so einer, wenn ich Texte höre, ich freue mich schon auf jede Zeile, wo ich um die Ecke denken muss. Und weil das einfach ein hohes Niveau impliziert. Das impliziert einfach, dass derjenige, der einen Text geschrieben hat, Kopf und Krips hat und das Ding verstanden hat und sich hinsetzt und sich Gedanken darüber macht. Und diese Zeile hätte ich trotzdem, obwohl ich mit diesem Gedanken drangehe, dass ich darauf achte, womöglich nicht gecheckt, wenn Julian sie nicht analysiert hätte. Der sagt zu Jasper, dir geht's ohne leer gut, voll schlecht. Leer, voll, gut, schlecht. Dir geht's ohne leer gut, voll schlecht. Ey, das ist einfach, Mann, Alter. Das ist einfach ein anderes Niveau, ohne Spaß, Alter. Ich bin so froh, dass du auf meinem Album bist. Es ist einfach so geil, Entertainment. Aufgeweckt vom Regen und Wind. Und der Kampf ums Überleben beginnt. Und noch in 1001 Nächten voll Sorgen ist die Zeitung von gestern die Decke von morgen. Und in den Nächten voll Sorgen ist die Zeitung ums Überleben beginnt. Und noch in 1001 Nächten voll Sorgen ist... Und noch in 1000 Nächten voll Sorgen ist die Zeitung von gestern die Decke von morgen. Ey, das ist einfach so... Ich habe die Zeile, glaube ich, nicht gerade richtig gut wiedergegeben, aber das ist einfach, es ist einfach, es fickt einfach komplett weg. Und er geht auf das Penner-Image von Jasper halt so geil ein, Mann. Ist die Zeitung von gestern die Decke von morgen? Und man merkt, dein Fake-Business lohnt sich nicht. Du hast dir wieder mal statt AIDS Methadon gespritzt. Da du ein Penner mit AIDS ohne Wohnsitz bist, für den ein Tag mit Minusgrade lebensbedrohlich ist. Ey. Das ist eine Reimkette ohne Spaß, das sind perfekte Reime, das ist eine perfekte Punchline, das ist perfekt Gegnerbezug, weil Jasper ein Penner-Image hat. Ey, du bist, weil du ein Penner ohne Wohnsitz bist, bei dem ein Tag bei Minusgraden lebensbedrohlich ist. Ja. Und so sind wir schon
Wir sind ja schon bei hier, der Weißkohl, Jasper hat 6 Punkte, Entertainment kriegt direkt den Weißkohl bei 5 und noch eine Kartoffel, 6 Punkte. Business lohnt sich nicht. Du hast dir wieder mal Schmitterdom gespritzt. Da du ein Penner mit AIDS ohne Wohnsitz bist, für den ein Tag mit Virus gerade lebensbedrohlich ist. Stein, Schaufel, Papier. Alter. Du spielst um dein Leben, doch bist schon am Verlieren. Blut für die Heimat, die Axt ist mein Zeuge. Wer schließt einen Pakt mit dem Teufel? Stein, Schaufel, Papier. Du spielst um dein Leben, doch bist schon am Verlieren. Blut für die Heimat, die Axt ist mein Zeuge. Wer schließt einen Pakt mit dem Teufel? Ey, die Hook, ne, das ist so eine ähnliche Hook, die geht auch, ich glaube, bei Philo auf so einem VBT hat er auch so eine krasse Hook, Alter, gemacht. Das ist einfach geil, weil es einfach komplett auch in den Kopf geht. Es ist aggressiv, es ist on point, es reißt einen mit. Ja. Was ich halt nicht mag, das ist aber so ein persönliches Ding von mir, ist dieses Teufelgebabbel. Also ich bin jetzt kein gläubiger Christ, doch wenn ich nicht beten würde, vielleicht wäre ich heute gefickt, hat mein alter Freund von mir gesagt. Diese Zeile ist mir sehr ans Herz gelegt oder liegt mir sehr am Herzen. So, weil, keine Ahnung, ich mag dieses Teufelgebabbel nicht. Vielleicht übertreibe ich da ein bisschen. Ich bin, wie gesagt, kein gläubiger Christ, aber ich bin so weit gläubig, dass ich so nichts mit dem Teufel zu tun haben möchte. Ich glaube an Leben danach und an die ganze Scheiße. So, ja, ist ein bisschen psychoveranlagt vielleicht, aber ja, scheißegal, ich mag dieses Teufelgebabbel halt nicht. Ja, weil ich habe Angst vor dem Teufel, wirklich. Es ist so, ja. Ich will ein guter Mensch sein, ich möchte den Himmel, ich glaube an ein Leben nach dem Tod und ich möchte nicht irgendwo sein, wo ich nicht sein will. Trotzdem kriegt die Hook einen Punkt. Weil sie einfach krass ist, Alter, weil sie einfach so heftig ins Ohr geht und mich persönlich so mitreißt, Mann. Du kommst nicht voran, bist nur auf Kiff und Zeuge. Wer schließt einen Pakt mit dem Teufel? Du kommst nicht voran, bist nur auf Kiff und auf Koks, doch wenn die Pfandflasche fällt, geht dein Business wieder los. Wenn die Pfandflasche fällt, geht das Business wieder los. Auch wenn er hackt halt nur auf dem Penner-Image von Jasper rum, ne? Aber er macht das so gut. Mit so viel Wortwitz auch und mit so guten Reimen und es ist einfach heftig. Runde gegen Dima war kein gefährliches Ding. Dich vor der Cam zu entblößen ist halt erblich bedingt. Dich vor der Cam zu entblößen ist halt erblich bedingt. Kleiner Diss an die Mutter. Nennst es menschliche Triebe, lutscht Schwänze für Age und machst auf Bi wie eine englische Biene. Auf Bi wie eine englische Biene. Rat wie eine englische Ratte. Eine gute Zeile, ja. Aber bei mir habe ich die belohnt, als er zu mir gesagt hat, meine Haare sind red wie eine englische Ratte. Hier belohne ich es nicht, weil er sagt, ich meine, du machst auf Bee wie eine englische Biene. Ist zwar eigentlich genauso gut wie red wie eine englische Ratte, aber es hat halt hier nicht so viel Gegnerbezug wie bei mir damals. Weil ich finde jetzt nicht, dass Jasper auf Bee macht. Ja. Und meine Haare sind halt nun mal red wie eine englische Ratte. Ja. Oder finde ich auch nicht, dass die unbedingt red sind, aber ja, wurde halt so in den Raum gestellt von Leuten, dass ich ein Ginger bin. Aber, ja, sollen sie denken. Deinen Gestank ausweiten geht nicht, man lässt dich nur in Geschäfte rein, wenn's draußen gerade regnet. Eine Punchline nach der anderen, also ich weiß nicht, ich krieg wahrscheinlich gleich Rückenschmerzen hier vom Kartoffel aufheben. Man lässt dein Gestank auszuhalten geht nicht, man lässt dich nur in Geschäfte, wenn es draußen wieder regnet. Du bist nur der Schmutzfick dieser Szene, selbst Gold Schauer wären Plus für die Hygiene. Guck mal, ey. Alter, ich weiß nicht, ob ihr das checkt, ne? Aber da ist jede Zeile, fickt ihn einfach komplett weg, ja. Das ist so, nein, nicht komplett weg, aber das ist einfach, da ist jede Zeile eine Punchline halt. Selbst ein Golden Shower wäre ein Plus für die Hygiene. Selbst wenn ihm jemand in die Fresse pisst, ist es für ihn ein Plus für die Hygiene. Und das hat einfach wieder einen Punkt verdient. Ah, na schaut doch mal, was der Herr Bauer mir gebracht hat, Mensch. Einen zweiten Weißkohl, den quetsche ich da jetzt auch rein. Also hier hat er 4, der kommt weg, kommt noch einer dazu. Sind wir bei 2 Weißkohlen, 10 Punkten. 10 Punkte für Entertainment bis jetzt. Bis jetzt nach 1 Minute 49. Nach 1 Minute 49 bei Jasper habe ich mich noch aufgeregt, wie scheiße die Runde ist. Ich drück auch öfters mal mit seiner Drogenmutter Age, denn auf Braunen wird die Fotze süßen Schokoknusperflakes. Das ist genau eine Zeile, die ich damals ziemlich geil gekontert hat. Ich drück mit seiner Drogenmutter Age, denn auf Braunen wird die Schlampe süß wie Schokoknusperflakes. Ist ein guter Reim, ist ein lustiges Wortspiel so, aber es ist jetzt nicht so krass, dass ich das jetzt belohnen möchte. So gerade bei dem hohen Niveau hätte er davor nur Scheiße abgeliefert und hätte die Zeile gekickt, hätte ich sie belohnt. Aber jetzt, es ist so einfach so. Ja, es kommt nicht ganz an das Niveau von davor ran, so. Deswegen belohne ich dich, obwohl die Zeile auch halt geil ist, ja. Und dein Leben ist schon schwer, doch dein Chastet hätte dich auch sitzen lassen, wenn du wirklich sein Sohn wärst. Du träumst davon voranzukommen, doch die einzigen Scheine, die du mal in den Fingern hattest, waren Pfandcoupons. Du träumst davon voranzukommen, doch die einzigen Scheine, die du mal in der Hand hattest, waren Pfandcoupons.
Das ist echt, vielleicht bewerte ich das auch nicht so. Also ich feiere es einfach komplett. Wenn ich übertreibe mit der Bewertung, ist mir das egal, weil für mich ist das alles geil halt einfach. Dein Genrepapier, du spielst um dein Leben, doch bist schon am Verlieren. Blut für die Heimat, die Axt ist mein Zeuge. Wer schließt einen Pakt mit dem Teufel? Stein, Schore, Papier, du spielst um dein Leben, doch bist schon am Verlieren. Blut für die Heimat, die Axt ist mein Zeuge. Wer schließt einen Pakt mit dem Teufel? Ich find's auch eigentlich sehr geil, also es ist, wirkt vielleicht ein bisschen primitiv, aber es unterstreicht so diesen Hook-Charakter nochmal mehr, dass Entertainment seine Hooks immer wiederholt. Also er schreibt Hooks immer nur 4 Zeilen und wiederholt einfach 2x4 Zeilen. Manche machen 8 Lines in der Hook und so, manche machen auch nur eine oder sonst was, irgendwas anderes. Ja, aber er wiederholt immer 2, das ist auch so ein Ding, was er halt konsequent durchzieht, was mir auffällt, was ich gut finde. Du Punk bist jetzt hinüber, dass wir deine 10-jährige Schwester ficken für ein Bierchen. Macht uns lange nicht zu Brüder. Ich dachte, dass du schon vor Monaten verhungert bist. Wenn Jasper gewinnt, kauft er sich nach oben in die Unterschicht. Wenn Jasper gewinnt, kauft er sich nach oben in die Unterschicht. Ich muss da nichts mehr sagen, halt einfach. Es ist einfach jede Zeile. Du nimmst die Verse schon nicht mehr wahr, da die Herzmassage versagt, haben Ärzte gerade gesagt. Du hast Herpesblast am Arsch und den Spermafaden im Bart und kommst gelegentlich beim Reiten auf Pferdewagen in Fahrt. Wenn bei mir läuft, model ich in Dubai. Bei dir läuft, wenn jemand Groschen in den Hut schmeißt. Wenn bei mir läuft, model ich in Dubai. Bei dir läuft, wenn dir jemand Groschen in deinen Hut schmeißt. Das ist so ein Motherfucker, der Typ, Alter. Hab ich getroffen, ja. 13 Punkte. Du träumst von Geldschein, Schnaps einer weißen Yacht, doch für dich wäre ein weltweiter Platzverweis angebracht. Auf Gras, Krog, Schnee und narkotischen Mitteln wirst du von Bullen mit Schlagstockschlägen zu Boden geschnippelt. Zum Glück kriegen sie den Punk zum Schluss zu fassen. Der eine Bulle sagt Taschen leer, der andere muss lachen. Ey, du wirst von Bullen zu Boden geknüppelt. Zum Glück kriegen sie dich Punk danach zu fassen. Der eine Bulle sagt Taschen leer, der andere muss lachen. Der wird so gefickt, der Jasper. Ey, heftig, Mann. Jasper, nochmal, ich mag dich wirklich. Ich finde, du bist ein guter Rapper, aber du wirst hier einfach auseinandergenommen gerade so. Ja. Der eine sagt Taschen leer, der andere muss lachen. Also für die Zeile nicht verstehen, der muss lachen, weil die Taschen eh schon leer sind. Ja. Stein, Schore, Papier, du spielst um dein Leben, doch bist schon am Verlieren. Blut für die Heimat, die Axt ist mein Zeuge. Wer schließt einen Pakt mit dem Teufel? Stein, Schore, Papier, du spielst um dein Leben, doch bist schon am Verlieren. Blut für die Heimat, die Axt ist mein Zeuge. Wer schließt einen Pakt mit dem Teufel? Wieder dieses Epische. Ah, das ist einfach, es kickt mich einfach. Ich habe auch echt teilweise Gänsehaut, Mann. Ohne Wohnung, ohne Clips, mit dem Antrag auf Hartz IV, doch ohne Kohle für den Clip. Das wird mir. Du bist ein Penner ohne Wohnung, ohne Sitz, glaube ich, sagt er. Mit einem Antrag für Hartz IV, doch keine Kohle für den Stift. Ist auch schon wieder lustig, ist jetzt nicht so die heftige Punchline, aber er geht halt voll da drauf, er trampelt immer wieder drauf. So. Ich meine, falls ihr das falsch versteht, ich habe bei Jasper irgendwie kritisiert, dass er nur sogar 3 Themen nimmt, mit denen er Entertainment die ganze Zeit angreift. Ja. Das war einmal das Schwulending, das war das Politikersohn und dieses Maskending, was er halt gar nicht so krass bearbeitet hat. Und wenn er es bearbeitet hat, dann sehr flach, sehr schwach, sehr primitiv halt. Ja. Und Entertainment nimmt nicht 3 Dinge, sondern er nimmt eigentlich zu 95% ein Ding bei Jasper, nämlich dieses Penner-Image und fickt ihn damit halt echt gut. Kreativ, mit Wortwitz, mit Punchlines, er fickt ihn einfach damit. Und deswegen lobe ich mir das hier bei Entertainments Runde, obwohl ich es bei Jasper kritisiert habe. Ja. Mit dir immer schlimmer, du Junk, alles, was du jemals mit der Hand angefasst hast, das lebt noch immer daran. Du bist ein Alles, was du jemals mit der Hand angefasst hast, klebt noch immer daran. Er hat quasi so dreckige, bappige Finger, dass alles daran klebt. Jetzt geht die Kartoffel nicht ab. Nee, war ein Spaß. Klebt immer noch da dran. Ist auch wieder eine sehr gute Zeile halt einfach. So Punchline, Alter. Vogel, der nimmt Tierliebhaber gleich, dem immer an der frischen Luft sofort ein Fliegenschwarm umkreist. Ey, ich kann das echt nicht hören, gell. Ich muss jetzt echt aufhören, alles zu bewerten. Aber
Du bist einer, den in frischer Luft immer ein Fliegenschwarm umkreist. Es ist alles gut, ich höre jetzt aber echt auf, weil das war jetzt auch nicht so die überkrasse Zeile. Aber es ist einfach... Du zerbrichst, wenn die Kopfnuss dich immer an der frischen Luft sofort ein Fliegenschwarm umkreist. Du zerbrichst, wenn die Kopfnuss dich trifft, denn ich bin die Abrissbirne für dich Knochengerüst. Ich lass dich verrecken bei der nächtlichen Pfandsuche, gegen dich trag ich sogar beim Text die Handschuhe. Ich nehm jeden Punkt einfach mit... Das ist heftig. Pfandsuche gegen... Ich bin für dich Knochengerüst. Ich lass dich verrecken bei der nächtlichen Pfandsuche. Ich lass dich verrecken bei der nächtlichen Pfandsuche. Gegen dich trag ich sogar beim Texten die Handschuhe. Nächtlichen Pfandsuche. Das ist einfach, er haut einfach diese mehrsilbigen Reime raus und auch die Zeile ist gut. Gegen dich trag ich sogar beim Texten die Handschuhe, weil du so ekelhaft bist, Alter. Nächster, er ist schon wieder. Hast du noch einen Weißkohl? Nee. Nee. Bei 10 kannst du eine Zucchini nehmen. Bei 10 eine Zucchini, alles klar, die Weißkohle sind weg, da kriegt Jasper sein wieder, aber den großen, weil der wird Hunger haben. Und bei 10 gibt es eine Zucchini. Eine Zucchini, 5 Kartoffeln tun wir wieder weg. Er hat jetzt schon von mir bekommen, Entertainment, ein Weißkohl, eine Zucchini und eine Kartoffel, was 10, 15, 16 Punkte sind. Schon 10 mehr als Jasper. Sogar beim Text die Handschuhe. Ich nehme jeden Punkt einfach mit, obwohl dich zu bekämpfen doch eher ein Fall für das Gesundheitsamt ist. Du ziehst dich aus, weil jeden Punkt nehme ich mit, obwohl dich zu bekämpfen eher ein Fall für das Gesundheitsamt ist. Auch schon wieder ziemlich gut, ja. Der Auftritt, ich dachte, du kommst gerade aus Gesundheitsamt ist. Du ziehst dich aus, war ja super der Auftritt. Ich dachte, du kommst gerade aus dem Urlaub in Auschwitz. Alter, wie asozial, ne? Er hat sich ja, Jasper, was ich vorher gelobt habe, hat sich ja in der Runde gegen Dima Richmond, in dieser Real Talk Runde, die ich sehr krass gefeiert habe, hat er sich ja komplett ausgezogen, ne? Und Ente sagt, du ziehst dich aus, war ja super der Auftritt. Ich dachte, du kommst gerade aus dem Urlaub in Auschwitz. Das ist so heftig, Alter. Ah, dieser Motherfucker, Alter. Oh mein Gott, ja. Das ist kein Spaß, ich komme, um dich zu holen und gebe Gas, volle Konzentration. Ich komme, um dich zu holen und gebe Gas, volle Konzentration. Konzentrationslager Gas, ja, ist jetzt nicht so heftig krass, aber es ist schon auf jeden Fall wieder gut. King of Metal, God of Metal, wie auch immer ihr sie nennt. Der Schrei der Vergeltung, die Ära der Ente beginnt und der Himmel verbrennt. King of Metal, God of Metal, wie auch immer ihr sie nennt. Der Schrei der Vergeltung, die Ära der Ente beginnt und der Himmel verbrennt. Deine Ma sieht dich kleinen Bengel im Stadtpark liegen und hat die nächsten 6 Kinder eigenhändig abgetrieben. Denn sie hatte keinen Bock auf noch so Kinder, wenn ich sag, ich sauf mich tot, ist das ein Spruch. Bei dir ist das ein Hoffnungsschimmer. Oh Mann, diese ersten 4 Zeilen, die sind jetzt nicht so heftig krass, aber die sind einfach so krass gerappt, ne? Kleinen Penner im Stadtpark liegen, eigenhändig abgetrieben. Kleinen Bengel im Stadtpark liegen und hat die nächsten 6 Kinder eigenhändig abgetrieben. Denn sie hatte keinen Bock auf noch so Kinder, wenn ich sag, ich sauf mich tot, ist das ein Spruch. Bei dir ist das ein Hoffnungsschimmer. Schieß dich in den Orbit mit den Strophen, denn du warst hier nie willkommen, geboren und verstoßen. Drum töte ich dich besser bei so vielen möglichen Vätern, nach deinem Abwohl, es gibt auch mehr mögliche Mütter. Die Ärzte waren geschockt und sah nur Sinn darin, je nach dem Akt zu sagen, nee, sorry, war nichts drin. Das ist kaum zu fassen, sie ließ dich stecken und du bist erst im Alter von 3 aus ihrer Funze rausgewachsen. Was hält mir für eine Scheißebabbel, Alter? Oh Mann, dieser Part, der hat jetzt nicht so die krassen Wortspiele und auch nicht so krass viel Gegnerbezug. Er findet da halt auch was mit irgendwelchen Storys über seine Fotzenmutter und so, aber er rappt einfach hier gerade so krass, Mann. Dieses Feeling, wie er abgeht, da belohne ich halt das, ne? Ja, ich meine, das ist halt belohne ich halt das, ne? So explizit, ich erkenne, dann fällst du, was du meinst, wenn du sagst, dass deine Mann dich hängen ließ. Keine Props, du weißt, ich erkenne, dann fällst du, Alter von 3 aus ihrer Funze rausgewachsen. Das ist dir so explizit, ich erkenne, dann fällst du, was du meinst, wenn du sagst, dass deine Mann dich hängen ließ. Keine Props, du weißt, was ich meine, du standst das allererste Mal mit 3 auf eigenen Beinen. Auch diese, ich feier auch seine Moves immer, gell? Ich wollte gerade schon die Mimik sagen, aber Mimik ist ja immer die gleiche, aber die Gestik von ihm. Dieser letzte Move gerade auch wieder. Du weißt, was ich meine, du standst das allererste Mal mit 3 auf eigenen Beinen. Mit 3 auf eigenen Beinen. Geil, einfach. King of Battle. God of Battle, wie auch immer ihr sie nennt. Der Schrei der Vergeltung, die Ära der Ente beginnt und der Himmel verbrennt.
wie auch immer ihr sie nennt. Der Schrei der Vergeltung, die Ära der Ente beginnt und der Himmel verbrennt. Oh, der Himmel verbrennt. Koala, hörst du da in den Background-Vocals? Hä? Hörst du da? Ich will auch einen DJ. Hallo Management, ich will auch einen DJ. Kriegst du. Krieg ich. Was ein Beat auch, gell? Ja, hat er da gerade die Maske ausgezogen? Krass einfach. Also Entertainment hat wirklich so krass abgeliefert im JBB, ne? Außer die Runde gegen Chio. Leider Gottes sogar die Finalrunde. Das war die, die jetzt nicht so krass war. Da hat er meine, also habe ich viel mehr erwartet, muss ich sagen. Aber dazu komme ich auch noch, die Analyse, wenn ihr euch das wünscht. Also ihr könnt immer wieder, vielleicht muss ich mal so eine Abstimmung machen, so, weil es immer wieder die Frage ist, was mache ich für eine Analyse, solange Julian noch in der Klapsmühle ist und das JBB aktuell nicht weitermacht. Was für Analysen mache ich, ja? Ich habe mir jetzt vorgenommen, die Entertainment-Dinger weiterzumachen. Gegen mich habe ich es ja schon gemacht. Jetzt gegen Jasper, danach würde, glaube ich, gegen Kasa kommen, dann gegen Gio. Habt ihr da Bock drauf? Schreibt es mal in die Kommentare, so damit ich da auch sicher sein kann. Und natürlich gegen, was für Gio, nach Kasa kommt natürlich Neo und dann kommt Gio. Entertainment kriegt von mir einfach noch den Punkt, weil er diese Runde, er hat 7 Minuten 14 einfach zu 95% komplett abgeliefert. Er hat mega viele Punchlines, mega die krasse Atmosphäre, mega die guten Reime wieder, lustige Wortspiele. Er hat mich komplett bedient einfach. Und deswegen geht er von mir nach Hause mit 10, 15, 19, 19 Punkten, 19 zu 6 für Entertainment. Das war's mit der Analyse. Soll ich noch was zu meinem Album sagen? Ja? Ist im Shop. Also mein Album und, also erstmal mein Album kommt am 1.2.18 raus. Dazu gibt es noch diese wundervolle Original aus Holz Box, die ihr euch gerne für die Hardcore-Fans oder auch für die nicht so Hardcore-Fans, die einfach Bock auf geile Mucke, auf ein geiles Produkt haben, könnt ihr euch... Es ist ein Unikat, genau, es ist ein Unikat. Also jede Box hat eine einzelne Nummer. Jeder darf sich wünschen, darf sich einen Videogruß wünschen mit Namen. Er kann mir schreiben, welchen Namen ich Video grüßen soll. Mache ich, ihr könnt das Video frei verwerten. Das ist aber nur ein kleiner Nebenbei-Inhalt. Da sind so viele Inhalte drin, dass ich noch ein eigenes Video dazu machen werde, wo ich das alles nochmal erläutere. Hier steckt sehr viel Herzblut, sehr viel Arbeit, sehr viel Können, sehr viel Talent drin. Das ist auf jeden Fall ein heftiges Ding. Es ist, glaube ich, eine Box, die es so noch nicht so oft gab. Also wir haben wirklich da versucht, was Individuelles, was Außergewöhnliches zu machen. Und uns ist das gelungen. Hätte das ganze Ding, hätte dieses JGG-Projekt mehr Reichweite, würde diese Box bestimmt an einer anderen Stelle stehen, als sie jetzt gerade steht. Ihr könnt mich gerne unterstützen, gönnt euch dieses Ding, das ist auf jeden Fall was wert, das ist mit sehr guter Mucke bestückt. Könnt ihr vorbestellen? Könnt ihr vorbestellen auf jjiggy.de. Wäre auf jeden Fall geil an alle, die mich unterstützen. Ich liebe euch, ich liefere für euch ab, ich stecke mein Herzblut in die Mucke rein. Mein Management ist auf jeden Fall immer hoch motiviert. Wie gesagt, sehr viel Arbeit steckt da drin, ohne Spaß. Ich mache nochmal ein extra separates Video für Tracklist, Infos, Boxinhalt, alles Mögliche. Videos kommen im nächsten Jahr, 2018 wird groß, Leute. Also bis dahin, wer es noch nicht getan hat, abonniert auf jeden Fall den YouTube-Channel. Da kommen nämlich diese ganzen Infos alle raus. Die ganz krassen können auch die Glocke aktivieren. Ihr könnt es kommentieren mit was auch immer ihr wollt. Würde mich freuen, macht es gut. Schönen Sonntag oder Montag ist heute. Love you, peace. Hey!
Jiggy, 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 ji